Und genau das können eure Sims jetzt auch. Hey, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein besonderes Video, denn ihr habt bestimmt mitbekommen, dass am Dienstag die neuen Sims 4 Sets herausgekommen sind. Das heißt, eine neue Art von Pack. Kleine Baby-Packs. Diese kleinen Baby-Packs sind eben sehr spezifisch und haben dann eben Inhalte zu einem ganz bestimmten Thema. Und ich sehe da sehr viel Potenzial. Also ich bin sehr gespannt. Dieses Video ist wieder in Zusammenarbeit mit EA entstanden. Deswegen steht es auch hier oben. Vielen Dank an dieser Stelle an EA, dass ihr das hier so möglich macht. Ich habe mir in meinem Spiel noch nichts von den 3 Sets angeguckt. Deswegen bin ich hier sehr gespannt. Und ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß bei diesem Video. Let's go! Wie gesagt, gibt es insgesamt jetzt für den Anfang erstmal 3 Stück. Ein Gameplay-Set, das Hausputz-Set, ein Bauset sozusagen, Landhausküche und ein Create-a-Sim-Set, Retrofit and Chic. Die könnt ihr ganz normal bei Origin kaufen. Ich glaube, sie kosten 4,99 €. Die könnt ihr auch einzeln kaufen oder ihr kauft eben nur das, was ihr cool findet. Für mich am interessantesten ist natürlich immer der Gameplay-Aspekt. Aber ich muss auch sagen, das, was ich von den anderen 2 Sets gesehen habe, finde ich bisher ziemlich geil. Ich habe mir gedacht, es gibt keinen Sim, der dieses Set besser vorstellen kann als Mr. Staubsauger himself. Malte! Wee, wee, wee! Ich habe einen Haushalt in der Galerie gefunden, wo jemand uns erstellt hat. Also Malte, das bin ich. Das ist unsere Katze Ava und unsere Katze Amaya. Also Shoutout an Lily Wintersnow. Danke, dass du uns erstellt hast. Und da wir jetzt schon im Create-a-Sim-Modus sind, können wir uns auch das Create-a-Sim-Set direkt anschauen. Das ist das Retrofit und Chic-Set. Also das beinhaltet eben neue Sportklamotten und die sind so ein bisschen an den 90s orientiert. Und das, was ich bisher gesehen habe, finde ich echt richtig schön. Also ich bin sehr gespannt. Ich sehe es jetzt das erste Mal so in meinem Spiel. Und das sind die ersten Oberteile, die es gibt. Es gibt 4 verschiedene Oberteile. Und was mich besonders hier begeistert hat, sind die Farbkombinationen. Ich klicke mich da jetzt einfach einmal durch und dann könnt ihr euch ja selbst ein Bild machen. Aber ich finde vor allem diese Pastelltöne so schön. Oh mein Gott. Und ich habe so das Gefühl, dass die Klamotten immer detailreicher werden. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich so ein bisschen im Gefühl, dass sich das alles so ein bisschen in der Wende befindet. Und I like it. I like it a lot. Dann haben wir noch diesen Pullover hier. Auch mega nice. Ich finde, auch wenn das 90s orientiert sein soll, sieht das auch sehr modern aus. Also ich meine, die 90s sind ja jetzt gerade auch wieder so im Come-up. Also viele Trends kommen ja gerade auch wieder so hoch, die damals modern waren. Und ich finde, das haben die echt super gut getroffen. Also ich würde alles genauso im Real Life tragen, muss ich eigentlich zugeben. Hier haben wir noch so ein Jäckchen mit so einem Crop-Top unten drunter. Also ich will es jetzt nicht so hoch hypen, damit ihr jetzt nicht so denkt, sie wird für dieses Video bezahlt. Deswegen sagt sie natürlich, dass es alles cool ist. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, ich war wirklich überrascht. Ich war wirklich überrascht und ich war wirklich begeistert. Weil erst dachte ich mir nämlich auch so, jetzt nochmal ein Set zu Sportkleidung. Wir haben ja schon ein Accessoire-Pack zu Sportkleidung. Aber man muss auch einfach mal an die Leute denken, die keinen Custom-Content besitzen. Es gibt diese kurze Buchs hier bei den Sportleggings. Auch hier gibt es 4 Unterteile. Und hier wieder auch die Farbkombinationen sind einfach schön. Okay, I love it. Die Hose zusammen mit dem Oberteil in der Farbe. Pass auf. Wow. Ich hätte es gerne in Real Life. Oh mein Gott. Ich liebe es. Okay, aber ich will natürlich die anderen Sachen auch noch sehen. Dann gibt es nämlich noch eine lange Buchs. Oh, liebe gute Jogginghosen. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht schön ist. Ihr könnt über diese Sets denken, was ihr wollt. Aber das ist super schön. Wow. Und ein Röckchen gibt es auch noch. Ein schöner Tennisrock. Ein Kleidchen in folgenden Farben. Piep, 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 piep. Und dann noch dieses Kleidchen. Das erinnert mich halt alles sehr so an Tenniskleidung so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es daran orientiert ist. Und auch dieses Kleid, das kann ich mir auch super gut im Alltag vorstellen. Also das finde ich jetzt nicht so unbedingt nur sportlich. I like it! Okay, und jetzt brauche ich definitiv wieder dieses Outfit mit der kurzen Buchs oder mit der langen. Ich liebe beides. Aber ich ziehe jetzt mal die kurze an. Dann gibt es noch ein neues Paar Schuhe. Auch schick. Und seht ihr, was ich meine, wenn ich sage, dass die Sachen im Wandel sind? Guckt euch diese Schuhe an und im Gegensatz guckt ihr euch dann diese Schuhe an. Wisst ihr, was ich meine? Einfach so cool. Ich liebe die Entwicklung. Okay, dann gibt es noch einen Hut, das weiß ich. Den finden mich viele auch super cool. Ist jetzt nicht so mein Stil, aber ich weiß, dass viele das gerne tragen. Hä, wo ist der? Muss ich das weg? Ah, da ist er. Hier ist der Hut. Finden viele super cool. Ist jetzt nicht so mein Ding, also würde ich jetzt so privat nicht unbedingt tragen. Oh mein Gott, sieht so aus wie so Holo. Aber, wie gesagt, ich habe gehört, dass viele super, super
super cool finden. Okay, das war's für die Damen. Dann schauen wir noch kurz bei den Männern, was der Malte so angezogen bekommt. Also ich denke mal, bei den Männern gibt es den gleichen Hut. Yes. Und bei den Oberteilen. Nice. Cool. Ist halt wirklich cool. Und seht ihr das? Guckt euch mal diese Schnalle an. Das ist ja sogar 3D. Wow. Ich will halt jetzt echt nicht so wirken, als wenn ich das jetzt so mega hochhype, nur weil das hier halt in Zusammenarbeit ist. Ich mag es wirklich. Also real talk. Ich finde es wirklich geil. Dann gibt es noch diesen Hoodie. Ist jetzt nicht so meins in den Farben. Finde ich jetzt nicht so super cool, obwohl so in der Farbe. Und eine Hose gibt es für Männer. Das finde ich aber auch schon mal gut, dass es wenigstens eine Hose gibt. Ja, hätte ich vielleicht ganz cool gefunden, wenn es da vielleicht auch noch eine zweite gegeben hätte, weil ich generell finde, dass es zu wenig Jogginghosen für Männer gibt. Aber wir geben uns jetzt mal mit dem zufrieden, was wir haben. Und dann sieht das ultra nice aus. Und ich glaube, es gibt die Schuhe genauso auch noch für Männer, wie es die für Frauen gibt. Yes, here they are. Wow, I love him. I love him. In so weißen Sneaks. Fresh, Malte. Sieht fresh aus. Okay, also das war Set Nummer 1. Das Retro Fit and Chic Set. Also ein reines Create a Sim Set. Also da ist jetzt kein neuer Gameplay-Inhalt oder sonstiges. Und mich erinnert es sehr an den Sims 3 Store damals, falls ihr da auch schon Sims gespielt habt. Da konnte man eben auch zusätzliche Inhalte kaufen. Ich finde es super cool. Also ich habe den damals sehr gerne genutzt. Aber das ist ja auch jedem selber überlassen, ob er eben diese zusätzliche Inhalte braucht oder eben nicht. Aber vor allem für Leute, die eben auch an Konsolen spielen und keinen Custom Content nutzen können, finde ich super geil. Und ich würde sagen, damit kommen wir zu Set Nummer 2. Das ist das Hausputz-Set. Und dafür bleiben wir kurz im Create-a-Sim-Modus, weil es gibt nämlich auch neue Bestreben, die perfekt zu meinem Malte passen. Also für die, die es nicht wissen, er staubsaugt leidenschaftlich gerne. Auch wenn er das nicht wahrhaben will, aber er staubsaugt jeden Tag. Wo finde ich das? Ort? Ja! Yeah. Also bei Ort ist das neue Bestreben. Einmal gibt es wunderbar Schmutz. Diese Sims lieben Schmutz und Unordnung in den eigenen vier Wänden und vermeiden das Putzen um jeden Preis. Zögere die Hausarbeit hinaus, setze deinen Sauberkeitsanspruch herab und finde kreative Wege, um dich in den schmutzigsten Umgebungen wohlzufühlen. Und dann gibt es dazu noch das Pendant, makellose Perfektion. Das ist das, was Malte bekommt. Diese Sims möchten, dass ihr Haus jederzeit präsentabel und sauber ist. Sie sind stolz auf ihr makelloses Zuhause, streben nach Perfektion und blühen auf, wenn sie Gästen ihr blitzblankes Haus präsentieren können. Das bekommst du und ich gebe mir jetzt mal wunderbar schmutzig. Passt irgendwo auch ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht so ein super Dreckspatz, aber im Gegensatz zu Malte schon. Okay, ich gebe uns mal ganz kurz ein Kind, weil ich habe gehört, dass Kinder im Haushalt mithelfen können. Och, süß. Es gibt für Kinder auch noch was. Oh, oh, das wusste ich nicht. Es gibt für Kinder auch was in den Sets. Süß. Wow. Also ich kann es nicht anders sagen. Diese Farben sind einfach nur nice. Guck mal, diese Farbkombination, mega cool. Es gibt das Kleid sogar auch für Kinder. Und dann gibt es noch Nibbucks. Mega süß. Und wieder in den wunderbaren Farben. Okay. Tim, du bekommst jetzt auch so ein super cooles Outfit. Wow, fresh. Und die Schuhe gibt's auch für Kinder. Geil. Hä? Wie gut sieht das bitte aus? Ich komme nicht klar. Okay, jetzt gehen wir in den Create-a-Sim-Modus. Okay, ich höre jetzt auf. Wir gehen jetzt in den Live-Modus. Tim, du bist unser Sohn. Auch super süß. Okay, wow. Wir haben ein Häuschen gefunden. Ich habe es aus der Galerie runtergeladen und es ist einfach ein Traum. Amazing. Okay, da ich das Gefühl habe, das Video wird sowieso schon viel zu lang, gehen wir straight to business. Wir gucken uns direkt die Staubsauger an. Okay. Okay, also zu dem Set kommen wir gleich. Aber hier sind erstmal 1, 2, 3, 4, 5 neue Staubsauger. Es gibt 2 Handstaubsauger und 3 kabellose Staubsauger, so wie wir sie haben. Ich stelle sie euch einmal so ganz wundervoll hier hin. Wow. Ich liebe es. Wir haben so einen und wir haben 2 von diesen hier. Fragt nicht, warum wir 2 Staubsauger haben. Und die Farbkombis? Pretty. Okay, und die? Mhm. Sehr cool. Mhm. Also es gibt viele, viele bunte Smarties. Ich möchte gerne diesen Staubsauger hier behalten. Okay, wir haben 2 Staubsauger. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Oh mein Gott, es blitzt. Habt ihr das gesehen? Also das bedeutet, es ist sauber, korrekt? Wenn ich jetzt da drauf drücke, Staubsauger leeren. Malte kann seinen Lieblingsstaubsauger auswählen. Staubsauger leere Umgebung staubsaugen. Es blitzt und blinkt überall. Aber ich frage mich, kann man das auch ausstellen? Das ist jetzt die Frage. Tatsächlich, man kann es ausstellen. Hausputz, Verschmutzungssystem aktivieren. Bei Deaktivierung treten in gespielten Haushalten keine Verschmutzungseffekte mehr aus. Das finde ich super, weil ich habe nicht immer Bock, mein ganzes Haus zu staubsaugen. Vor allem, wenn ich eh schon 7 Kinder habe, dann habe ich wahrscheinlich nicht Bock, auch noch das Haus zu staubsaugen. Aber egal. So, ich würde sagen, sie fängt jetzt... Nee, das ist ja unauthentisch. Malte fängt an zu staubsaugen. Und das Kind, das kann mit dem Handstaubsauger saugen. Wunderbar. Fangt an zu staubsaugen. Auch wenn es sauber ist, aber egal. Tu das. Wow, wir sehen alle so fresh aus. Ja, ja, ich weiß, es riecht gut. Aber du musst jetzt staubsaugen. Katzen rennt. Whee!
Ich liebe es. Ich muss unbedingt sehen, wie es aussieht, wenn es so richtig dreckig ist. Kriegt er da jetzt eine gute Stimmung für? Blitzblanke Umgebung. Malte fühlt sich gestärkt und inspiriert von seiner blitzsauberen Umgebung. In einer gepflegten Umgebung wird er in vielerlei Hinsicht produktiver und kreativer sein. Solange er das Haus sauber hält, wird er bei der Arbeit von zu Hause erfolgreicher sein und neue Fähigkeiten erlernen. Das ist einfach wie im Real Life. Malte kann sich erst entspannen, wenn das Haus sauber ist. Einfach toll. Kein Stäubchen wird übersehen, weil er gründlich gestaubsaugt hat. Malte gibt sich den Kick des Staubsaugens hin und lässt sich bei seinem Vorhaben... Entschuldigung, kannst du das bitte wegsaugen? Perfekt, Staubsaugen. Nee, eigentlich muss das Kind es wegsaugen. Einfach nur als Erziehungsmaßnahme musst du das jetzt wegsaugen. So, aber ich wollte das hier vorlesen. Malte gibt sich dem Kick des Staubsaugens hin und lässt sich bei seinem Vorhaben, dem Staub in seinem Haus den Geräusch zu machen, nicht aufhalten. Angespornt von seinem frischen Energie- und Konzentrationsschub könnte er den ganzen Tag so weitermachen. Die Böden würden es bitter bereuen, wenn sie seinen Vorhaben in Frage stellen würden. Ich find's einfach super, Leute. Ich find es MAWAR. Was ist hier in diesem Haushalt los? Also ihr wisst ja, ich liebe realistisches Gameplay und ich liebe es, meine Sims Aufgaben erledigen zu lassen, die ich im Real Life hasse. Und deswegen ist das für mich einfach nur perfekt. Ich kann so einfach perfekt mein Leben nachspielen. Während ich am PC sitze und am Arbeiten bin und ich Malte sage, ich nehme jetzt auf, kommt Malte mit dem Staubsauger. Wie? Ja, also hier ist jetzt das Bestreben. Er muss jetzt 3 Küchen- oder Badobjekte saubern. Ach so, das zählt auch dazu. 3 Stunden Staubsaugen, 3 Teller spülen, Papierkorb leeren. Und die weiteren Stufen? Proaktives Putzen, 5-mal Unordnung. Gästen dein sauberes Haus präsentieren. 3 Wollmäuse oder Schmutzteufel mit dem Staubsauger zerstören. Chefreiniger. Wow, I love it. Und bei mir bin ich jetzt traurig, weil Malte gesaugt hat. Essen rumliegen lassen, damit es verdirbt. Ich weiß wirklich nicht, wovon die da sprechen. Also das ist ja sowas von unauthentisch. Okay, Spaß. Ich räume das gleich weg, ich schwöre. In der Zeit können wir uns schon mal um Set Nummer 3 kümmern. Das ist nämlich das Landhausküchen-Set. Es gibt eine neue Küche, die sowas von wunderschön aussieht. Habt ihr ja eben schon kurz gesehen, das hier sind die neuen Inhalte der Küche. Und es sieht einfach so süß aus. Es sieht so süß aus. Okay, ich lösche mal eben die ganze Küche. Obwohl die wirklich cool ist. Okay, also es gibt Küchentheken, Kücheninseln, Oberschränke, Regale, Spülbecken, Blumenkiste. Oh. Süß. Niki Schnacks alles und jeden Gefäß, Ernteeimer, altehrwürdige Mehldose, altehrwürdiger Brotkasten, Omas zauberhafte Kasserolle, Kühlschrank und einen Herd. Okay, jetzt wollen wir das in Action sehen. Mir sicher, ihr seid da so ein bisschen talentierter als ich. Aber ihr seht, dass es eine wirklich super süße Küche ist. Hier gibt es noch... Oh, das werde ich safe nutzen. Es sind halt so viele kleine Items. Ich liebe einfach Klatter, womit ich meine Küchen voll klatschen kann. Auch das Spülbecken habe ich vergessen. Hier ist noch das süße... Oh, das süße Spülbecken. Jetzt stellt euch mal vor, ihr baut so ein Häuschen für so eine süße kleine Omi. Dafür ist es perfekt. I love it. Ach so, Oberschränke gibt es ja auch noch. Oh, wow. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, warte, ich muss noch mal kurz die Küche abreißen, um euch die Oberschränke zu zeigen. I love it very much. Oh, ich habe aus Versehen das ganze Haus gelöscht. Kann jeder natürlich für sich entscheiden, ob er das in seinem Spiel braucht oder nicht. Aber ich kann mir das eben super gut vorstellen, dass man damit super schöne Häuser bauen kann. Wenn man nicht so untalentiert ist wie ich. Okay, also ihr seht, da ist eine Menge drin in diesen kleinen Babypacks. Also ich habe jetzt Aufnahmematerial von 54 Minuten. Ich dachte wirklich, ich wäre so in 20 Minuten durch. Aber ich hatte irgendwie doch eine Menge zu erzählen. Fazit des Ganzen hier. Ich finde es cool, kann ich nicht anders sagen. Ich finde es super. Jedes einzelne Set ist mit ganz viel Liebe gestaltet.
bearbeitet. Man kann nicht sagen, dass es einfach nur so dahin geklatscht wurde und hier habt ihr, sondern es ist wirklich detailliert gestaltet. Vor allem auch die Küche hat super viele Details. Die Create-a-Sim-Items gefallen mir super, super gut. Der Aspekt mit dem Staubsaugen finde ich super. Auch, dass man es ausstellen kann, wenn man davon genervt ist oder wenn man einen Haushalt hat, wo man das eben nicht möchte, finde ich klasse. Also für mich spricht nichts dagegen. Ich verstehe auch, dass es für viele ein Dorn im Auge ist, dass es jetzt eben noch eine Art von Pack gibt. Aber ich sehe das halt eher so, dass es den Leuten, die eben noch lieber mehr Content hätten, mehr Content bietet und die, die es nicht brauchen, kaufen sich es eben nicht. Also ich finde es eine klasse Sache und wie gesagt, vor allem auch für die Leute, die keinen Custom-Content benutzen können, ist es einfach cool. Kann man nicht anders sagen. Aber ich bin auch sehr gespannt auf eure Meinung. Werdet ihr euch die Sets holen oder habt ihr euch die schon geholt? Und wenn ihr sie geholt habt, was denkt ihr darüber? Findet ihr sie? Und was würdet ihr euch für Sets in der Zukunft noch wünschen? Also was könntet ihr euch vorstellen, was da noch rauskommt? Also ich finde, es bietet einfach unglaublich viel Potenzial für so kleine spezifische Neuerungen. Und vor allem, ihr wisst ja, ich bin immer sehr angetan vom Gameplay. Und so kleine Sachen wie das mit dem Staubsauger sind einfach super cool und bringen unglaublich viel Gameplay mit rein. Auch wenn das jetzt nur so eine kleine Sache ist. Vielleicht habe ich ja auch die ein oder andere Verlosung noch geplant in den nächsten Tagen oder Wochen. Also haltet die Augen offen, vor allem auch auf Instagram. Ich bin auf jeden Fall sehr angetan von diesen Sets, auch wenn dieses Video eine bezahlte Kooperation ist. Ich hätte das genauso alles gesagt, wenn es keine bezahlte Kooperation wäre. Deswegen finde ich das ja so cool, dass ich diese Möglichkeiten bekomme, das hier eben so zu machen und euch das vorzustellen. Und ich freue mich auf mehr. Also ich bin einfach gespannt, was EA da in den nächsten Monaten noch so bringt und was diese Sets uns bereithalten werden. Und ja, ich bin gespannt auf eure Meinung. Lasst sie mir gerne in den Kommentaren da. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank nochmal an EA an dieser Stelle. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!